Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. So, traditionell, wir legen uns hin. Ja, oh, da war er ja echt schon müde jetzt. Ja, dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein. Es ist Tag 23. Ja, was bedeutet das? Naja, das bedeutet, Moment. Das bedeutet, ich habe einen Tag dazwischen verbracht mit, was haben wir dazwischen gemacht? Irgendwas tat ich. Aber was tat ich? So, da haben wir genug getrunken, das können wir nicht mehr. So, wir gehen mal raus. Ach ja, Biomasse. Es war die gute Biomasse. So, hier. Ach, das dauert einfach immer so lange. So, ich glaube, wir haben auch... Oh, tote Maus. Ratte. So, die werden wir dann gleich verzehren. Diese Ratte ist zum Verzehr geeignet. Oh ja, genau. Und die Sichel müssen wir noch schärfen. So, da laufen wir hier zu den Wasserlöchern. Gut, die sind in Ordnung. Im Vorbeilaufen greifen wir die Ratte ab. So, hier ist alles gut, alles... Oh, da gehört ein wenig rein. Hier auch. Super. So, dann greifen wir da mal die Steckrübensamen ab. So, tote Maus, tote Ratte. Moment, da sehe ich ja was. So, also, wir müssen essen. Hier kocht was Feines. Wir bereiten mal die Ratte vor. Gehäutete Ratte. Mein Magen denkt, ich habe keine Zähne mehr. Ja, aber gleich geht's wieder. So, und zwar die Ratte. So, jetzt können wir das wieder reinwerfen. Vorbereiten für die Bildsuppe. Oh, Maden, gekochte Maden. So, den Thymian packen wir da. Die werden wir essen. So, was ich in der vorigen, also zwischen den beiden Aufnahmen getan habe. Oh, rasieren, ja, mal rasieren ist wichtig. So, die müssen wir schleifen, natürlich. Es kam eine lebende Ratte uns in die Fänge, ging uns in die Falle. Die habe ich unten hin platziert, aber wir haben jetzt kein Rattenfutter mehr. So, Landwirtschaft, nö, Tierzucht, Rattenfutter. Wir brauchen 5 Säcke, die haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir werden die Ratte dann töten. Nein, du kannst die Ratte nicht töten. Doch, ich kann die Ratte töten. Ich kann jede Ratte töten. So, dann werden wir das mal da. Das kommt hierher. Der Stereo kommt wieder hier hinein. So, hier kommt der Stroh hinein. Warum habe ich jetzt die Schüssel mit? Ich brauche die Schüssel nicht. Schüssel. So, Schüssel kommt hierher. Schüssel. So, in die Werkzeugkiste. So, ich habe die Sichel dabei, ich habe Dünger dabei, wir haben ganz tolle Sachen dabei. Hier, das, ja, Essen, Hunger ist ein Thema. So, Bohnen, super, die lassen wir wachsen. Oh, wie schön hier alles langsam. Oh, schön. So, da werden wir uns jetzt ein paar Bäume holen. Aber in gewohnter... da sehe ich gleich Baumwolle. So. Ja, die Kamille... Ich bin nicht zufrieden mit Kamille. Nö, ich bin nicht zufrieden mit Kamille. Hier. Ich bin nicht zufrieden mit der Kamille. So, da hätte ich Baumwolle. Wäre super. Oh, wie viel Kamille aber auch. So, Kamille macht müde. Damit können wir dann... das ist nämlich der Vorteil an der Kamille, unseren Rhythmus, Biorhythmus wieder anpassen. Das ist schon ganz okay. So, Keso. Dann haben wir hier. So, wieder Kamille. Super. So, Biomüll, das nehmen wir alles mit. Auch das Holz ist ja wichtig. So, dann haben wir da drüben noch. Da ist was umgefallen. Das lassen wir wachsen. Hätten wir wohl gern. So, dann, also, hier eine rein und hier eine rein. So, die kommen dann da nachgepflanzt. So, er hier,
Und schon geht's los. Eins, zwei. So, da könnten wir dazwischen auch noch einen setzen, aber... Oh, wie schön das hier alles, das... So, der gehört weg. Der Baum muss weg, der Baum... Baum fällt. So. Super. So. Dann hole ich mir von hier noch einen. So, der gehört... Ich möchte den Blubber da auch wegkriegen. Ja. Aloe Vera ist super. So. Wir holen uns hier Dünger. Und dann würde ich sagen, genau da dazwischen. Und hier. Und hier möchte ich auch noch einen einsetzen. Ja, das machen wir. So, drei haben wir dann gesetzt. So, da würde ich setzen, eigentlich zwei von denen. Mir gefallen die sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und da kommt der dann rein. Super. So, wir haben einen noch und drei Dünger. Ja, den könnten wir umholzen. Das könnten wir tatsächlich machen. Da kriegen wir viele Bohnen und Tomaten. Bohnen und Tomaten, Bohnen und Tomaten. Oh, und wie viele. So, schon langsam hat er wirklich Hunger. Also das ist kein Spaß mehr für ihn. So, die Tomaten, die können wir super zu Suppe verarbeiten. So, und zwar einmal hier und einmal hier, würde ich sagen, ist ein guter Platz. So, und zwar eher hier und eher hier. Und wenn wir gerade da so rumstehen, mit dem Gesicht nach vorne, so... wird das auch gleich weggemacht. Oh, da liegt doch noch. Nö, da liegt nichts. Jetzt dachte ich. So, die Hacke möchte ich gerne noch fertig machen. Entnutzen. So, super. Okay, wir haben noch einen Dünger. Pass auf, den einen Dünger... Der kommt hierher. So. Da kommt der rein. Und jetzt hackt man den Baum. Nicht den. Super. So, wir kriegen Bohnen. Hoffe ich. Ja, viele Bohnen, viele Bohnen. Das wird gutes Bohnensuperl. Super, super, super. So, den ganzen Thymian. Ich weiß nicht, vielleicht haue ich den auch in den Müll. Nein, du kannst den Thymian nicht vernichten. So. Oh, Kaffee ist fertig. So, da könnten wir aber tatsächlich jetzt mal Baumwolle einpflanzen dann. So, was wollte ich in den Müll hauen? Kamille wollte ich in den Müll hauen. Wollte ich noch was in den Müll hauen? Nix. Das wollte ich essen. So, dann haben wir hier Bio. Ja, gleich mal wieder reinwerfen. So, damit das wieder läuft. So, und hier. Haben wir da noch was drin? Ja, Wahnsinn. Eine ganze zwischen den Folgen. Einen ganzen Tag und eine Nacht gearbeitet dran, wieder Stöckchen zu sammeln und... Gemüse einzuwerfen. Ja, und was ist übergeblieben? 4 Stück. So. Ich will Baumwolle hier jetzt pflanzen. Ich will tatsächlich Baumwolle. So. Haben wir da was fertig? Natürlich nicht. So. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser ist gut. So. Schon langsam wird es wieder eng mit Wasser, oder? Habe ich nur das Gefühl. Ja, ich gieße das Falsche. So, jetzt passt's. Was wollte ich? Baumwollsamen wollte ich. Baumwolle. Ja, Baumwolle. So, Baumwolle. Okay, wir können nur 3 pflanzen, aber 3 ist besser als keine Baumwolle.
Und ich glaube, das ist eine. Oder ist das auch wieder Bohne? Ja, ich weiß es nicht. So, dann wieder zurück mit der Baumwolle. Dünger kommt da rein. So, 13 Dünger haben wir ja. Und wir erhöhen langsam auch unseren Samenvorrat. Und das ist auch gut. Das ist sehr gut, weil dann werden wir nämlich wieder so eine Begrünungstour mal vornehmen. So, haben wir gerade überlegt, ob wir auch vielleicht wieder Kaffee... Ob wir auch wieder Kaffee machen. Kaffee ist Samen, aber müssten eigentlich noch da sein. Kaffeesamen 22, ja, es geht. Es geht! Was geht? So, werfen wir das mal rein und dann kommen die Bohnen. So, Ratte schieben wir uns gleich zwischen die Zähne, weil er ja so Hunger hat. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Hier und hier. Müll. So, dann haben wir hier die Bohnen. Oh, die Tomaten sind verdorben. Oh mein Gott. So, da haben wir Bohnen. Ja, Kaffeebohnen, grüne Kaffeebohnen, die können da. Und den tun wir wieder rein. So, dann haben wir hier Stöckchen und Gras. So, das kommt, glaube ich, dorthin. Hier haben wir ein wenig davon. Und da ist es, was ich meine. Es fehlen uns Säcke. Ja, ja, ja. Ja, jetzt erzähle ich es gleich wieder. Ja, genau. Nein, ich habe jetzt gerade aktuell nichts zum Essen, weil ich will einen Sack bauen. Also, nö, Rohstoffe. Rohstoff, der Rohstoffsack. Hier, Beutel. 10 Fäden und 5 Stoffe. Nö, falscher. Weder noch. Das da könnten wir tatsächlich zu Fäden machen. So, Messerchen und das? Nö, brauchen wir 10 offenbar. Ja. Na gut, na gut. So, Messerchen zurück. Die Axt werden wir schnell schleifen. Du spielst dich, er wird verhungern. Nein, der tut nur so. Mit dem Paar geht das noch. Ist das nicht schön? So, 11 hat er ja noch. So, darüber. Und jetzt schönen Thymian-Tee. So, 6 Tomaten hier. Wir haben das da. Das könnte man essen. Vorfreude aufs Essen ist doch die schönste Freude. So, dann können wir das da kochen. Können wir das da hineinlegen. So, da können wir mal Holz reinlegen. Holz reinlegen. Er wird verhungern. Nö, wird er nicht. So. Mais ist mir immer wieder angenehm. So, zu pflanzen. Das ist eine sehr dankbare Pflanze, finde ich. So. Jetzt können wir da nachfüllen. Wie viel haben wir da noch drin? Super und da noch super. So, wir brauchen mehr Baumwolle. So. Super. So, die Tomatensamen nehmen wir mit. Die legen wir dann da rein. Und natürlich müssen wir auch, ob kurz oder lang, hier die Felder komplettieren. Das heißt, wir brauchen 3, 6, 9, 12 Dünger. 12 Dünger. Wahnsinn. Hier ist ja schon komplett. Wir haben Gott sei Dank 13 Dünger. So, Axt kommt hierher. Dünger kommt hierher. So, jetzt haben wir den ganzen Dünger aufgebraucht, nur dass wir Felder bauen. Mein Gott. Feld, 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 Feld. Mitten in der Dürreperiode Felder anlegen. Super. Nein, er verhungert nicht. Super. Holen wir uns hier auch noch. So, dann bereiten wir die Felder vor. Und reinkommt, machen wir tatsächlich Baumwolle? Nö. Mais könnte man wieder mal anpflanzen. Mais ist sehr dankbar, finde ich. Und äußerst effizient, was Nahrung betrifft. Meiner Meinung nach. So, da mal. Wasser nachfüllen. Wasser nachfüllen. Wasser. Wasser. So. Baumwolle. Kaffee. Bohnen.
Bohnen. Mach mal Bohnen. Oh, mach mal Bohnen. So, in der oberen Reihe also die Bohnen. So, die dürfen hier wohnen. Dann kommen Steckrüben, die machen wir so selten, Kaffee. Noch mehr Baumwolle, wir machen noch mehr Baumwolle. Die können wir zurücklegen, wir machen Baumwolle. So, Baumwolle hier. So, Baumwolle. Mach doch ein Feld für Biomasse. Ist eine Möglichkeit. Ich will aber ehrlich gesagt dafür nicht den Dünger jetzt aufbrauchen. Wir haben noch einen Dünger. Ja, später. Mal sehen. So. Er wird verhungern. Du spielst dich so lang. Er wird verhungern. Ja. So, wir haben die Biomasse mit. Die sind alle gleich fertig. So, da kommt der eine verbliebene Dünger rein. So, jetzt können wir das noch abkochen. Dann kommen die Tomaten dran. Wobei, eine Tomate fallen lassen. Und die 5 kommen rein. So, das können wir auffüllen. Nachher wird das gekocht. So, greifen wir gleich von vorne ab. So, oh, ich freue mich schon, wenn wir die Beutel machen. Das wird gut. Weil dann können wir Rattenfutter endlich machen. Endlich Rattenfutter. So, das nehmen wir auch mal in die Pfote. So. Würde mal sagen, das passt so. Hier kommt die Tomate zur anderen Tomate. Die will ich unbedingt dann rösten oder so. Die will ich unbedingt rösten. So, die Pilzchen können wir dann auch mal veressen, verkochen. Und nach der Tomatensuppe machen wir Pilzchen. Nach der Tomatensuppe. So, wir haben jetzt wieder Dünger. Jetzt kannst du das Feld anlegen. Ja, jetzt könnte ich ein Feld anlegen. So. Oh, ein Huhn! Ein Huhn! Oh mein Gott, ein Huhn! Ein Huhn, ein Huhn! Was soll ich jetzt tun? So, hier das Huhn. Also das Hühnerfutter. Oh ja. Oh ja, die Eier sind uns sicher. So, hier die Ratte. Ratte hat übergelassen den leeren Beutel, den nehmen wir gleich mit. Hehe. Also, wie kann die rauslaufen? Wie kann die rauslaufen? So, pass auf. Ratte. Hallo, Ratte. So, ich mach mal die Tür hier zu. So, da kommen die Schweine rein, haben wir gesagt. Hier kommen die Hühner rein. So. Hühnerfutter und ein Huhn. Oh, es ist arm. Ein Huhn, was kann ich nur tun? Oh, das ist super. Oh, es ist wieder friedlich. Also friedlich, es ist gesund. So, wir haben 2 Beutel. Wahnsinn, wir haben 2 Beutel. Na, mit denen gewinnen wir jetzt einen Blumentopf. So, dann würde ich sagen, hier noch ein wenig Gras. Ja, du kannst auch das Stroh verwenden. Ich weiß, jetzt weiß ich es, kann man sagen. Ja. So, das Zeug hier. Die Aloe Vera, ja. So, mir geht es eher ums Gras. Da wächst Kaffee dann auch. Ist der bald fertig? So eine Anzeige wäre schön. So, gut. Wir bringen das Gras zurück. Das Gras. Oh, so Tomatensuppe. Oh. Hier kommt das Gras. Yeah, hier kommt das Gras. So, das kann stecken. Das könnte man dann auch mal Löwenzahn. So. Wir haben leere Beutel, aber nur 2 Stück. Ja, das reicht wohl nicht. Ach ja. So, dann haben wir hier gekochte Bohne. Und da ist noch der Reservezaun. Die gekochte Bohne können wir uns jetzt eigentlich einziehen. Da bleibt nur noch ganz wenig über. Oh, wir hätten zuerst die Ratte. Zuerst die Ratte essen sollen. Ach ja, 4 Tage Zeit. Ja, da hat die Ratte, also haben wir nicht Zeit.
So, verdirbt gar nicht, super. Den Vierer Dünger, den Vierer packen, lassen wir im Inventar noch, weil wir laufen jetzt nochmal vor, also rauf, rüber sozusagen, noch zu den Bäumen und schauen mal, vielleicht können wir da noch welche vermehren. Kaffeebohne, die lassen wir mal wachsen. So, hier. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die Kamille, was ist, wenn ich sie liegen lasse? Ich mag sie nicht. So. Ich nehme sie mit. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht einfach liegen lassen. Ich bringe das nicht übers Herz. So. Also, wir haben Dünger. Ich möchte eine einpflanzen. Hier einen Baum. So, und da den da. Oh, die schönen Tomatensamen. Das muss man natürlich noch fertig machen. Das geht gar nicht hier. Super. So, jetzt holen wir uns noch das da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da wächst Baumwolle. Die müssen wir uns sofort holen. Ja, alles sofort. Kaum wächst etwas, wird es abgebaut. Den könnte man eigentlich jetzt auch wegtun hier. Sehr schön, ich danke. So, Müdigkeit greift langsam durch. Dann setzen wir wohl, wir setzen hier rein. Wieder einen von denen. Ein Ahorn. Ahorn. So, dann haben wir hier, den könnten wir auch abbauen. So, ja, jetzt wird er so richtig müde. Aber das ist okay. Der darf müde sein. So, zu trinken brauchen wir dann auch noch was. So, dann würde ich aber sagen, wir setzen hier wieder einen rein trotzdem. So, da war einer, da muss einer wieder rein. So soll es auf Dauer auch sein. So, wir brauchen trinken. Müdigkeit, trinken, was auch immer. So, sehr schön. Da könnte man natürlich einfach so auch einen herpflanzen. Einfach so. Wir haben nur geschaut, ob wir noch genug Samen haben, aber natürlich haben wir genug Samen. So, dann muss der aber weg, weil es nicht so schön ist. Sehr schön. So, jetzt passt's. Du lässt mal wachsen. Da habe ich ein wenig diese Riesenmengen an roten Pilzen eingedämmt und dann weggeworfen. Nein, nicht ernsthaft, du hast die nicht weggeworfen. Doch, ich habe die wirklich weggeworfen. Das waren über 150 solche roten Pilze, die ich dann hatte. So, zwischen den Folgen, keine Angst. So, sagen wir doch mal, naja, ein wenig ist noch da. 4 Tage noch, gut, das geht. So, da kann wieder weiter gekocht werden. Ich würde aber das da nehmen. So, wenn das fertig ist. Hier, Äste, Gras. So, und jetzt schaue ich da mal. Oh ja. Wir borgen uns kurz mal das Messer. Vielen Dank fürs Messer. So, Messerchen, das da. Oh ja. Wir haben Fäden. Ja, du musst halt trinken. Ist halt so. Such dir was. So, dann er und die Fäden da rein. Oh, wie cool. Wir haben Fäden. So, das kann da weiterkochen. Hier. Super. Mein Fläschchen. Kaum abgekocht, schon leer getrunken. So, das Fläschchen werden wir wieder auffüllen und gleich wieder dort reinlegen. Ja, schon langsam, die Wasservorräte, schon langsam. Müssen wir uns Gedanken machen. So, das kommt da rein. Dann möchte ich noch einmal den guten Ton. Oh, er kann eh nicht mehr arbeiten. Er kann einfach nicht mehr arbeiten. So, hier die Stämme rein und hier die Stämme rein. So soll es weiter sein. So, dann hier. Ja, die Nesseln, die geben gut aus, die geben dann gut aus. Ja, das ist super.
Ja, wir können dich noch rasieren, wenn du magst, aber ist das notwendig? Muss das sein? So, hier haben wir noch 7 davon. Da leer. So, auch leer. Super. So, dann kommt es hier reingepappt. Ist das voll? Es ist voll. Absolute Befürchtung, dass wir unsere Ernte verlieren. So, da können wir ja noch mehr reinlegen. Nein, können wir nicht. Nein, das können wir nicht. So, das will ich eigentlich in den Müll werfen. Ja, komm. So, hier haben wir noch mehr. Oh, wie cool, wir brauchen jetzt mehr Dünger. So, das kommt daher. Wann ist es verdorben? In 3 Tagen? In 4 Tagen? Gut, in 5 Tagen. So, Kamille werfe ich noch in den Müll. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, dann war es das für die heutige Folge. Du brauchst Kaffee. Ja, richtig. Richtig, Kaffee brauche ich. So. Dann war es das für die jetzige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.